Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr immer wieder kleinere Summen verdienen könnt. Zum Beispiel 1 Cent, 1 Euro und 1 Cent, 52 Cent, 1 Euro, 21, 81 Cent und viele, viele weitere kleinere Summen immer wieder und wieder und wieder und wieder. Es handelt sich hierbei um eine Plattform namens Utterpoll. Ich denke, einige von euch kennen die vielleicht schon. Es handelt sich hierbei praktisch um eine Umfragen-App. Das heißt, ihr könnt an Umfragen teilnehmen. Anschließend dann werdet ihr für diese Umfragen bezahlt. Es ist eine Methode, die ihr von zu Hause aus jederzeit durchführen könnt. Ihr braucht dafür kein Startkapital, ihr geht hier kein Risiko ein und das ist so eine typische Aufgabe, die ihr zum Beispiel erledigen könnt, wenn ihr abends jetzt mal auf dem Sofa sitzt und es kommt vielleicht im Fernsehen irgendwie ein bisschen Werbung, da könnt ihr euch mal 10 Minuten hinsetzen, schnelle Umfrage machen und ein paar Euro nebenbei verdienen. Ihr könnt das aber zum Beispiel auch, wenn ihr unterwegs, sag ich jetzt mal, euer Handy dabei habt, könnt ihr auch unterwegs zum Beispiel, wenn ihr im Bus sitzt oder in der U-Bahn sitzt oder wo auch immer, vielleicht warten müsst, könnt ihr das Handy rausnehmen, könnt immer mal wieder solche kleineren Summen hier verdienen und euch dadurch ein kleineres, weiteres Einkommen aufbauen. Es ist keine Methode, mit der ihr jetzt 1000 oder 10.000 Euro pro Monat verdienen könnt. Ich denke, hier sind realistisch irgendwas zwischen, sagen wir mal, 100 bis 500 Euro pro Monat. Das heißt, eine kleine weitere Einnahmequelle, die sich jeder von euch aufbauen kann. Wie genau funktioniert das Ganze aber? Utterpoll, wie gesagt, ist eine Plattform, auf der es alle möglichen Umfragen gibt. Schaut euch auf jeden Fall nochmal die Bewertung von dieser App an. Nämlich hunderte Leute haben sehr positive Bewertungen bisher dargelassen. Ich habe selbst auch schon mal ein paar Tests über die Plattform gemacht, habe auch Auszahlungen bekommen und dementsprechend kann ich euch sagen, ja, die ist vertrauenswürdig und ja, die zahlen tatsächlich aus. Und wie man Geld verdient, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Bevor ich jedoch mit den Strategien starte, beziehungsweise euch Schritt für Schritt zeige, wie ihr darüber Geld verdienen könnt, ich freue mich natürlich immer sehr, wenn ihr diesen Videos hier einen Daumen nach oben gebt und diesen Kanal abonniert. Schon mal vielen, vielen Dank im Voraus. Jetzt natürlich, wie genau kann man solche kleinen Summen verdienen? Das heißt, wie kann man immer wieder 1 Euro und 1 Cent verdienen, 52 Cent, 1 Euro 21 verdienen? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ihr müsst euch natürlich zuallererst mal die App herunterladen. Dazu geht ihr einfach nur in euren App Store rein. Sobald ihr es getan habt, dann gebt ihr einfach hier den Begriff Utterpoll ein. Einfach hier in die Suche reingehen und dann einfach mal nach Utterpoll suchen. Übrigens, ich habe euch auch einen Link in die Videobeschreibung reingetan. Das heißt, falls ihr das Ganze über einen Link machen möchtet, dann klickt dort, wie gesagt, einfach gerne mal drauf. Dann kriegt ihr tatsächlich auch von Utterpoll 40 Cent geschenkt. Ich weiß, ist keine wirklich große Summe, aber haben oder nicht haben, Link dazu ist also in der Videobeschreibung drin. Anschließend dann müsst ihr nur noch hier auf Öffnen draufklicken, dann werdet ihr weitergeleitet in die App und ihr seht nun hier die unterschiedlichen Umfragen. Und in meinem Falle habe ich zum Beispiel hier eine Umfrage über 1 Cent, 1 Cent, 1 Euro und 1 Cent, 52 Cent, 1 Euro 21, 81 Cent, 40 Cent, 4 Cent, 20 Cent und so weiter und so fort. Und natürlich sind manche von diesen Umfragen jetzt nicht sonderlich effizient. Zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht 22 Minuten arbeiten für 81 Cent. Man sieht nämlich immer hier den Betrag, den man bekommt, zum Beispiel 1 Cent und dann rechts daneben sieht man, wie lange man dafür arbeiten muss. Und zum Beispiel die dritte von oben finde ich persönlich ganz attraktiv, nämlich 1 Euro und 1 Cent und dafür muss ich gerade mal 3 Minuten arbeiten. Dann darunter 52 Cent, 15 Minuten ist mir persönlich jetzt zu wenig, das heißt, ich arbeite immer nur an den Umfragen, die mir persönlich auch gefallen. Dementsprechend würde ich jetzt in meinem Fall hier auf die dritte mal draufklicken, schauen wir vielleicht aber noch weiter hier unten, ob es noch weitere attraktive gibt. Hier auch zum Beispiel 9 Minuten, 20 Cent ist auch ein bisschen viel, aber sagen wir mal, wie gesagt, uns gefällt jetzt die dritte hier von oben, 1 Euro und 1 Cent und die wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam zusammen ausfüllen. Und nochmal, falls ihr Utterpoll holen möchtet, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin, dann könnt ihr direkt starten. Ihr müsst auch euch hier nicht wirklich bewerben oder sowas, ihr müsst einfach nur eure grundlegenden Daten eingeben und schon könnt ihr damit loslegen. Übrigens, das Sterne-Rating gibt natürlich immer an, sag jetzt mal, wie gut diese Umfrage ist, in Anführungsstrichen, wie attraktiv, wie profitabel ist sie. In meinem Falle wähle ich jetzt hier mal die dritte. Also klicken wir einfach mal kurz drauf. Anschließend dann werden wir weitergeleitet zu dem Ort, wo wir dann die Umfragen durchführen können. Das können jetzt hier ein paar Sekunden dauern. Und da sehen wir zum Beispiel dann solche Fragen wie ungefähr, wie oft nutzen Sie Social Media Dienste, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest und so weiter und so fort. In meinem Falle mehrmals täglich. Also klicke ich das an. Anschließend dann klicke ich auf Continue. Dann besitzen Sie einen Führerschein. Ja, ich besitze einen Führerschein. Klicke ich also hier auf Continue. Dann fahren Sie regelmäßig mit dem Auto. Zum Beispiel in meinem Fall würde ich jetzt sagen, ja, ich besitze ein Auto, beziehungsweise ich habe Zugang oder ich lease ein Auto oder nein, ich habe keinen Zugang zu einem Auto, ich nehme hier die erste Option, klicke auf Continue. Sind Sie der Hauptentscheidungsträger Ihres Haushalts für Entscheidungen, die den Kauf für Ihr Auto betreffen? Würde ich zum Beispiel sagen, ja, das bin ich, klicke jetzt hier auf Continue. Dann, welche Automarken besitzen Sie? Ich wähle jetzt hier nochmal nur so ein Beispiel, das ist wirklich jetzt hier ein Beispiel, nicht, dass ich jetzt, sagen wir mal, ich besitze einen Land Rover. Nochmal, das ist alles jetzt hier ein Beispiel. Dann klicke ich auf Continue drauf, anschließend dann könnte ich hier folgende Frage beantworten, nämlich wie würden Sie das Auto bzw. die Autos, die Sie zurzeit leasen oder besitzen, beschreiben. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier sagen, es handelt sich dabei um, sage ich jetzt mal, ein,
Was nehmen wir denn da am besten? Vielleicht einen Geländewagen. Da würde ich auf Continue draufklicken. Übrigens für die Leute, die sich jetzt Sorgen machen, wieso gebe ich denn hier irgendwelche Beispielantworten ein? Ich werde natürlich nicht diese Umfrage hier abschicken, weil ich immer ein großer Freund davon bin, immer die Dinge wahrheitsgemäß zu machen. Das ist alles nur ein Beispiel. So, also dann haben Sie Ihr Hauptfahrzeug neu oder gebraucht, beziehungsweise gekauft, geleast. In meinem Fall würde ich sagen neu. Klicke ich hier auf Continue drauf, bin dann schon im nächsten Schritt. Und jetzt kommt die Frage, in welchem Jahr wurde das Auto, das Sie hauptsächlich in Verwendung ist, produziert, sagen wir mal im Jahre 2016, würde er sich hier draufklicken, würde auf Continue draufgehen, dann in welchem Jahr haben Sie das Auto, in dem Sie am häufigsten fahren, gekauft, geleast, sage ich jetzt mal, auch im Jahr 2016, klicke ich wieder auf Continue, dann besitzen Sie ein Motorrad, sagen wir mal auch zum Beispiel ja, und dann würden wir weitergeleitet werden zum nächsten Schritt. Und jetzt gehen wir zu dieser Umfrage. Hier steht, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserer Umfrage teilzunehmen. Bitte lesen Sie sorgfältig und teilen Sie Ihre ehrliche Meinung. Das Ausfüllen der Umfrage sollte ungefähr 15 Minuten dauern. Das heißt, jetzt würde ich hier draufklicken und würde dann weitergeleitet werden zur nächsten Umfrage. Hier, wie alt sind Sie? Sagen wir zum Beispiel 24 Jahre alt, würde ich draufklicken. Dann, welches Geschlecht? Ich bin jetzt männlich. Dann würde ich zum Beispiel, hier steht, wie würden Sie das Umfeld beschreiben, in dem Sie leben, städtisch? Dann würde ich hier wieder draufklicken. Dann, wie hoch ist das verfügbare Einkommen Ihres Haushalts nach Steuern? Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das über 5.000 sind. Also klicken wir mal drauf. Dann, wie viele Kinder unter 18 leben zurzeit in Ihrem Haushalt? In meinem Falle keines. Würde ich wieder weiter drauf gehen. Und dann haben Sie in 2021 eine der folgenden Aktivitäten ausgeführt. Wählen Sie alle zutreffenden aus. Und da könnte ich halt hier diese ganzen unterschiedlichen Optionen wählen, zum Beispiel Gartenarbeit, sagen wir mal Motorradfahren und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge könnte ich jetzt hier anklicken. Und ich stoppe das jetzt einfach mal, weil das für einige von euch vielleicht ein wenig langweilig sein könnte. Dementsprechend würde ich hier, wenn ich das Ganze stoppen möchte und es nicht einreichen möchte, klicke ich hier oben auf Zurück drauf und würde jetzt hier auswählen können aus diesen drei Optionen, nämlich laden vorherige Seite, Interesse verloren oder diese Umfrage funktioniert nicht. In meinem Falle, weil ich das einfach abbrechen möchte, weil ich immer wahrheitsgemäße Daten angeben möchte, würde ich jetzt hier auf Interesse verloren draufklicken und jetzt hätte ich doch diese ganzen anderen Umfragen hier, an denen ich jederzeit teilnehmen kann. Genau, und wenn ihr übrigens auch hier mit Etapol Geld verdienen möchtet, dann, wie gesagt, schaut gerne in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link. Es gibt aber auch noch folgende Option, nämlich ihr könnt Freunde einladen. Das heißt, wenn ihr euch anmeldet und ihr kennt noch vielleicht ein paar andere Leute, irgendwie einen guten Kumpel oder vielleicht habt ihr auch einen eigenen YouTube-Kanal oder was auch immer und möchtet das gerne mal vorstellen, dann könnt ihr Folgendes tun und ja, so verdiene ich natürlich auch Geld, nämlich erstmal natürlich für jede Person, die sich über meinen Link einschreibt, kriege ich zum Beispiel jetzt hier 20 Cent und du, die Person, also die sich einschreibt, kriegt 40 Cent. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Link hier nimmst in deine App und den an jemand anders weitergibst, kriegst du 20 Cent und die Person, die über den Link sich einschreibt, kriegt 40 Cent. Das heißt, ihr kriegt beide ein bisschen Geld und anschließend dann, wenn praktisch du jetzt diesen Link an andere Leute weitergibst und Leute verdienen über oder holen sich die App über deinen Link und verdienen dann über diese Plattform hier Geld, dann kriegst du 10% von den Einnahmen. Also, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, für mich natürlich als YouTuber mit ein bisschen Reichweite, kann sich sowas auf jeden Fall sehr lohnen. Für euch natürlich, wenn ihr vielleicht auch einen YouTube-Kanal habt und das Ganze monetarisieren möchtet oder vielleicht habt ihr einfach nur ein paar gute Freunde und ihr wisst, dass die vielleicht ein bisschen Geld nebenbei verdienen wollen. Stell dich mal vor, wenn die Leute hier auf der Plattform arbeiten und ihr ladet vielleicht ein paar Kumpels ein und jeder von denen verdient 10 bis 20 Euro hier pro Monat oder 100 bis 200 Euro pro Monat, dann würdet ihr halt 10 bis 20 Euro pro Monat bekommen und sagen wir mal, ihr ladet nur 10 Leute ein, was wirklich nicht viel ist, dann würdet ihr hier alleine 100 bis 200 Euro jeden Monat passiv verdienen durch die Arbeit von anderen Leuten. Das heißt, was ihr einfach nur machen müsst, ist, ihr müsst euren Link mit anderen Leuten teilen und wenn dann Leute sich über diesen Link in Etapol einschreiben bzw. sich das runterladen und dann auf der Plattform arbeiten, dann kriegt ihr, wie gesagt, für jede einzelne Einschreibung 20 Cent und natürlich dann auch mal 10% von allen Einnahmen, die die Leute erzielen. Und dementsprechend, ihr könnt euch vorstellen, in meinem Falle lohnt sich das natürlich auch für mich und ja, das in der Videobeschreibung ist natürlich auch mein Affiliate-Link. Wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich da keine viele Dinge reintun würde, würde es auch ein bisschen doof sein. Etapol an sich ist eine fantastische App. Ihr habt es gesehen, ihr müsst einfach halt wirklich nur Fragen beantworten. Ihr könnt dann euch auch das Geld übrigens ausbezahlen lassen, ab 3 Euro. Das Ganze wirklich entspannt via PayPal. Ihr braucht dafür jetzt nicht irgendwie einen Business-Account. Ihr könnt es ganz entspannt über euren persönlichen PayPal-Account machen. Es ist eine Plattform, die hunderte von positiven Bewertungen bekommen hat, die schon seit langer Zeit am Markt ist, die viele Leute kennen, die viele Leute getestet haben und die immer auszahlt und die wirklich, wirklich vertrauenswürdig ist. Das Einzige, was passieren kann,
kann. Und das muss ich euch jedenfalls noch mal kurz sagen. Es kann sein, dass ich einige Umfragen disqualifizieren, was einfach nur bedeutet, dass ihr vielleicht nicht die geeignete Person für diese Umfrage seid. Und das kann, wie gesagt, einfach sein, weil natürlich diese Unternehmen auch jetzt nicht Leute befragen wollen, die gar nicht zur Zielgruppe gehören. Heißt, es kann manchmal sein, dass ihr ein paar Fragen beantwortet und auf einmal steht dann da, sie wurden disqualifiziert, weil du dort einfach nicht zur Zielgruppe gehörst. Das kann passieren, aber wenn du, wie gesagt, in diesen Umfragen teilnehmen möchtest und du arbeitest an diesen Umfragen und kommst durch die ersten paar Schritte durch, dann bist du eigentlich angenommen und kannst halt diese Umfrage abarbeiten und kriegst dann dieses Geld hier ausbezahlt. Ich bin zum Beispiel derzeit dabei, ich habe das mal ein bisschen ausprobiert, während ich hier Cardio gemacht habe und konnte damit schon halt, wie gesagt, ein paar Euro verdienen, habe mir die ausbezahlen lassen, hat alles fantastisch funktioniert und ich gehe mal davon aus, dass das auch bei euch so sein wird. Dementsprechend, falls euch Etapol holen möchtet, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin, teilt dann auch auf jeden Fall diese App mit euren Freunden, dann könnt ihr euch nämlich nochmal ein schönes, weiteres, passives Einkommen aufbauen. Das war es noch heute hier für dieses Video. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben geben könntet und diesen Kanal abonnieren könntet. Schon mal vielen, vielen Dank im Voraus und ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und ganz viel Erfolg mit Etapol. Ich denke, ihr könnt schon heute die ersten Euros verdienen und wenn ihr es, wie gesagt, macht, nochmal, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin.